Wer seine Taz vom 17. Januar 2009 aufgehoben hat, der ist im Vorteil. Denn dort kann man auch heute noch nachlesen, dass die Hamburger Burschenschaft Germania ein Nazi-Problem hat. NPD-Funktionäre gehen damals nicht nur als Referenten ein und aus, sondern tummeln sich auch unter den Burschenschaftlern selbst. Die Tageszeitung nennt in ihrem Artikel auch Namen. Wer allein diese Namen googelt, der wird den Taz-Artikel heute nicht mehr finden. Denn der ist ausgelistet worden, also der ist quasi von zwei Personen insofern beanstandet worden, dass sie mit diesem Text nicht im Zusammenhang stehen möchten. Bei Google findet man lediglich den Hinweis, man habe einige Ergebnisse entfernt. Rund einem Dutzend Taz-Artikeln ist es schon genauso ergangen. Auch wenn die Texte über den Titel nach wie vor zu finden sind, über Google sucht man sie vergeblich. Der Grund hierfür ist das sogenannte Recht auf Vergessen. Eigentlich ein Recht darauf, vergessen zu werden. Dieses Recht hat der Europäische Gerichtshof dem Spanier Mario Costeja zugebilligt. Das Urteil verpflichtet Google, einen Zeitungsartikel über eine Jahre zurückliegende Zwangsversteigerung aus der Trefferliste zu Costejas Namen zu entfernen. Ein halbes Jahr später sind unter Berufung auf dieses Urteil bei Google etwa 135.000 Löschanträge aus ganz Europa eingegangen. Eine halbe Million URLs sind betroffen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat uns in eine ganz schwierige Situation gebracht, weil wir jetzt in der Position sind, dass wir für jeden Antrag, den wir bekommen, eine ganz grundsätzliche Abwägung machen müssen zwischen zwei elementaren Grundrechten, nämlich zwischen dem Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite und der Informationsfreiheit auf der anderen Seite. Und in jedem Antrag, den wir bekommen, müssen wir halt auf Grundlage des Urteils überlegen, ob eine Löschung von Suchergebnissen gerechtfertigt ist oder nicht. Jedem zweiten Antrag hat Google bisher stattgegeben. Die Richter haben für das Verfahren keine Vorgaben gemacht. Google muss sich selbst überlegen, wie es dem Netz das Vergessen beibringt. Ein Expertenbeirat soll dafür noch klare Regeln entwickeln. Bis dahin bleibt das Prozedere undurchsichtig. Die Taz kann sich zwar zusammenreimen, wer das Entfernen des Links verlangt hat. Aus Datenschutzgründen teilt Google das den betroffenen Medien aber nicht mit. Auch ein Widerspruchsrecht ist nicht vorgesehen. Was raus ist aus Google, das bleibt draußen. Momentan ist es quasi eine Blackbox für uns als Medium. Wir wissen nicht, wer den Antrag gestellt hat, was die Gründe dafür gewesen sind und wissen auch nicht, wie man eigentlich dagegen vorgehen kann. Mancher Löschwunsch zu persönlichen Themen scheint durchaus verständlich. Wer 2009 ein Nazi war, muss es 2014 ja nicht immer noch sein. Aber auch Journalisten haben ein legitimes Interesse daran, dass das Ergebnis ihrer Arbeit auffindbar bleibt und auch wieder Grundlage neuer Recherchen werden kann. Viktor Meyer-Schönberger, Professor am Oxford Internet Institute, hält die Kritik am Luxemburger Urteil für übertrieben. Die Löschbereitschaft von Google aber auch. Mich hat die Großzügigkeit von Google überrascht. Man kann das einerseits zuschreiben, den anfänglichen Schwierigkeiten mit einem neuen Verfahren umzugehen oder auch dem Versuch, in der öffentlichen Meinung zu punkten. Meyer-Schönberger ist so etwas wie der geistige Vater des Rechts auf Vergessen. Schon 2009 hat er in seinem Buch Delete argumentiert, dass uns die unbegrenzte Erinnerung des Netzes einer notwendigen Fähigkeit beraube. Wir Menschen vergessen Dinge. Und zwar tun wir das, weil wir uns damit dem Erinnerungsmüll entledigen, der irrelevant geworden ist für unsere gegenwärtige Situation und für zukünftiges Handeln. Es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, wer nicht vergessen kann, der sieht nicht mehr den Wald, sondern nur mehr lauter Bäume. Das Erinnern auch nur ein wenig zu erschweren, würde demnach schon für mehr menschliche Waffengleichheit gegenüber den Maschinenhirnen sorgen. Viele Netznutzer und auch Google halten allerdings gar nichts von der verordneten Netzamnesie. Also ganz grundsätzlich vergisst das Internet nichts. Das hat Vor- und das hat sicherlich auch Nachteile. Es kann aber nicht der richtige Weg sein, weil einem ein einzelnes Buch in der Bibliothek nicht passt, den Bibliothekskatalog wegzuwerfen. Das wird dem Grundproblem nicht gerecht. Das Urteil hat eine wichtige Debatte darüber angestoßen, wie wir als Gesellschaft mit unserer Vergangenheit umgehen wollen. Aber anstatt den Maschinen das Vergessen beizubringen, sollten wir uns vielleicht selbst an eine andere menschliche Fähigkeit erinnern, wenn wir das nächste Mal auf Peinlichkeiten anderer Leute im Netz stoßen. Die Fähigkeit zu verzeihen.